Super. Du grüßt jeden Einzelnen, hat noch keiner gemacht. Wahnsinn. Ja, das ist mittlerweile... Also stellvertretend drei für alle. Ne? Ja. Ihr könnt dann in der Pause herumgehen und das weitergeben. Das ist, ja. Da kannst du schwer von ausgehen. Wieder die Hand geben. Ja. So, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ja, schön, dass Sie da sind, schön, dass Sie eingeschaltet haben bei Sehr Witzig. Ich darf ganz kurz erklären dir nämlich, worum es geht. Also, das wie wir uns frage ich mich auch, ja. Ja, das fragen wir uns alle. Aber immerhin, es wird meist eine Sendung und mehr soll es nicht sein. Es geht ums Witze erzählen in erster Linie. Und ich lege auf eine von 500 Genres an Witzen, die wir haben. Erste Runde, ich lege mal frei auf. Wir haben einen Deutschlandwitz mit 3 Punkten. Da hat jemand recherchiert. Schaut aus. Das ist ein reiner Zufall. Wofür überrascht gibst du? Ich bin sehr überrascht. Ich glaube, die FIFA persönlich hat die Auslosung hier gerade gemacht. Ja, kann sein. Ja. Wo bist du her eigentlich? Jetzt wo genau? Aus Deutschland? Oder? Nein, welches Land? Ja, genau aus Deutschland. Ja. Ne? Ja. Deutschland, ja. Unser Integrationskind, Lydia. Ja. Wir sind doch alle Europäer. Ja, ja, an sich. Ja, aber wir wollen es trotzdem wissen. Welches Bundesland? Ich bin geboren in Hannover, also ich komme aus Niedersachsen. Und, die schönste Sprache, ne? Ja, das schönste Deutsch. Das reinste Deutsch wird da gesprochen. Also wir haben keinen Dialekt, aber auch dafür keine Feiertage. Und jetzt wohne ich... Willkommen in Österreich. Ja. Und ganz viel Dialekt. Weißt du, was der Österreicher am 1. Jänner macht? Er schaut den Kalender durch, ob es ein gutes Jahr wird oder schlecht. Ja, ja, klar, ja, am Donnerstag Christi Himmelfahrt, ist der Freitag. Ja, ja. Möglichst viele Fenstertage. Ganz Fenstertage. Aber jetzt ist es Köln. Mhm. Also Nordrhein-Westfalen. Köln. Würdest du hinziehen? Köln? Nein, weil er dort wohnt. Das muss ich nicht haben. Fair enough. Sie hätte jetzt die Möglichkeit, etwas Liebes zu sagen. Nein, es sind mir zu viele Deutsche einfach dort. Ja. Ich sag mal so, das kannst du Silvester umgehen. Ja. Das sind sie alle bei uns in Tirol. Bombenstimmung in Köln! Sehr schön. Also, sehr schön. Du noch welcher Stock? Das passt jetzt für mich. Kannst du jetzt mal auflegen? Irgendwie? Sehr gerne. Ich lege auf das nächste von den 500 Genres. Die zweite Karte dieser 500 Genres. Wir sind wenigstens politisch schon auf einer richtigen Richtung. Es ist ein 5-Punkte-Deutschland-Witz. Sag einmal, wo bist du her? Na, wo genau meine ich? Das kannst du auch mal machen. Dings, ich lege auf die dritte Karte. Es ist ein 6-Punkte-Deutschland-Witz. Und jetzt... Nein! Ein 7-Punkte-Deutschland-Witz! Der Humor hat keine Grenzen! Alles Deutschland-Witze! Das ist witzig! So, das war's! Ich lege jetzt auf die erste legale Runde. Ich lege auf die erste legale, weil 4 Deutschland-Witze holt keiner aus. Das war aber lustig. Das tut mir leid. Harry hätte sicher einen guten Kopf. Ich glaube schon. Glaubst du? Ich darf auflegen die erste legale Runde. Also, ich lege auf einen 6-Punkte-Reisewitz, einen 5-Punkte-Promille-Witz, einen 3-Punkte-Deutschland-Witz und einen 7-Punkte-Frauen-Witz. Wer beginnt? Der Harry beginnt. Bitteschön. Dann nehme ich... Komm, nimm den Deutschland. Den 3-Punkte-Deutschland-Witz. Komm, den 7-Punkte-Frauen-Witz. Ja. Eine Dame steht am Campingplatz und ein Herr packt gerade sein Camping, seine Utensilien aus. Einen ganzen Wohnwagen, ein ganzes Zelt und baut da auf. Und jetzt klingt's, eine zusammenklappbare Badewanne. Die schaut da hin und sagt, ach, das finde ich aber super, was Sie da machen, ey. Da wird ein Knorkel. Das ist eine klappbare Badewanne. So was habe ich aber noch nicht gesehen. Das ist ja richtig super, oder? Ja, ja, das ist total super. Ja, und warum haben Sie so viel Campingmaterial mit dabei? Ja, wissen Sie, also ich bin eigentlich aus Amerika und bin aber oft in Österreich, Deutschland, weil mir das Land so gut gefällt. Ah, und Sie waschen sich in der Badewanne? Yes, I wash me in this Badewanne. Super. Und wie machen Sie das? Ja, it's really einfach. It's really von oben as far as possible und dann von unten as far as possible. Ah, ist ja interessant. Und wann waschen Sie denn possible? Und ich darf
möchte an dieser Stelle den Ich-kann's-besser-Joker erklären. Gerne. Den kannst du einmal verwenden und heißt Ich-kann's-besser. Also es ist, liegt fast auf der Hand. Wenn du jetzt das Gefühl hättest, dass du sagst, 7 Punkte lasse ich hier nicht liegen, ich habe auch einen Frauenwitz, den ich besser erzählen könnte. Ich sag's nur. Lydia, du warst das? Ich weiß, wie es funktioniert. Ja, und? Ja. Olli? Möchtest du den Joker ziehen? Nein, danke, den möchte ich noch nicht. Ich fahre mir das wirklich auf. Ich ziehe auch, er hat mir nämlich sehr gut gefallen mit der zusammenklappbaren Badewanne. Ich gebe grün für diesen 7-Punkte-Witz. Ah, dann gehe ich drüber. Ich probiere es mal. Warum hat die jetzt genau gewartet, bis ich grün war? Ja, ja, bitte, das freut mich. Sehr großer Applaus. Lydia geht drüber, ja, mit der ich kann es besser. Fordert den Vizekönig Harald Günther heran. Ja. Ein Ehepaar wacht des Morgens im Bett auf, sagt er zu ihr, sag einmal, Schatz, du hast heute so unruhig geschlafen, ich weiß nicht, war irgendwas nicht in Ordnung, hast du da schlecht geträumt? Sagt die Frau, nein, nein, ich hatte einen wundervollen Traum. Ich bin in ein Waldstück gegangen, es war wunderschön und bei einer Lichtung stand da plötzlich ein Korb mit ganz vielen Penissen, ganz pralle, große, schöne Penisse. Und ganz oben auf, danke Olli, war der schönste und prallste Penis von allen. Und das war deiner. Ja, der Mann sagt, das ist aber lustig. Da hatte ich einen ganz ähnlichen Traum. Ja wirklich, ich bin in ein Waldstück gegangen und da war eine Lichtung und da war ein Korb voll mit lauter wunderschönen, niedlichen Vaginas und die niedlichste und schönste war ganz oben auf und sie sagt, das war meine, gell? Sagt er, na, in deiner ist der Korb drin gestanden. Ja, es liegt an euch. Er erinnert auch ein bisschen an die Badewanne, aber anders. Es liegt an uns, jetzt jemanden zu sagen, Oliver zerfällt. Ja, ich. Es liegt jetzt an uns, brauchst du Hilfe? Nein, nein, bitte nicht. Den Satz kenne ich. Geht, müsste eigentlich wieder gehen. Ja, euch okay, tut's gut. Es liegt an uns. Grün für die Lydia oder für den Harry? Oder kann man nochmal drüber gehen? Nein. Kann es noch besser? Es ging die Stadttotten. Okay, alles klar. Stadttotten. Wir haben Stadttotten. Wunderbar. Ja, muss ich jetzt entscheiden? Ja, wir. Also mir gefällt der Lydia, ich sag das nicht gerne, das ist ein Stich ins Herz. Er war wirklich sehr lustig, die Badewanne zerreißbar für einen Camper überhaupt. Ja, aber der war echt also überraschend mit dem Korb. Wirklich sehr. Ja. Schier aber gut, ja. Bilder im Kopf, die man nicht los wird. Und ja, deswegen. Das war der Plan. Das war 7 Punkte für die Lydia mit einem Wunder. Achtung, es kommen die Getränke. Sehr gerne. Shirley serviert. Ja, danke. Es ist soweit. Shirley, hast du einen, wollte die Lydia keinen Eiswürfel, das ist ja schon zergangen. Oh, bei mir sind sogar 3 drin. Na, schon, da ist er möchtest ja. Einen rüber lutschen? Ja, gerne. Rund gelutscht. Wir haben schon rund gelutscht. Ja, der Shirley erzählt meist an dieser Stelle einen Witz, du musst nicht anstoßen, aber es freut uns sehr, dass du... Sehr schön, dass du da bist. Prost. Trotzdem, im Ausland hat man keine guten Witze. Nein, auf gar keinen Fall. Macht mal keine Potzer. Prost. Ja, zum Wohl. Prost. Schön, dass ich habe was zum Wischen mit. Ja, danke, Shirley. Ja. Shirley erzählt an dieser Stelle leider einen Witz. Ja, wieso leider? Gerne einen Witz. Gott sei Dank. Bleiben wir beim Deutschlandwitz auch für dich, Oliver. Sehr gerne, kann ich den auch direkt nehmen? Den kannst du dann auch nehmen, ja? Ja. Weißt du, warum sich ein Bayer nie ein Lotterielos kauft? Weil er immer Angst hat, dass ein Preis drinnen ist. Warum nicht? Warum nicht? Weil er so kurz war, darf ich nur einen machen. Besser, Joker. Darf ich nur einen machen. Gerne. Kennst du den Unterschied zwischen Österreich und Deutschland? Oh, den möchte ich gerne wissen. Die Deutschen haben wenigstens nette Nachbarn. Herzlich willkommen. Frechheit! So mit unserem Gast umzugehen. So geht man mit dem Gast nicht um. Ah,
So, Oliver bleibt, das zeichnet dich aus. Das ist schön. Da kann ich, da muss ich und da werde ich nicht leben. Wer ist dran? Ich bin dran. Ich nehme einen 6-Punkte-Reisewitz. Ein Mann wird bei einer Safari vergessen. Und, ist das schon mal passiert? Nein, in dem Fall nicht. Ein Mann wird bei einer Safari vergessen und bleibt dann stehen mitten in der Wüste. Und er wird durstig. Also er wird durstig und irgendwie sagt, er lockt ihn komplett aus und schleppt sich mit einer langen, heraushängenden Zunge durch die Wüste und kann das nicht mehr speisen, weil es durstig und robbt da durch den Sand. Und auf einmal putzt er an bei zwei Füßen und schaut auf und erwartet Hilfe. Und da oben steht einer, schaut ihn an und fragt, brauchst du eine Krawatte? Das ist doch Wasser, sagt er, nein, es gibt hier Krawatten, ich habe kein Wasser. Sagt er, das ist doch Krawatte. Und robbt weiter und hält noch zwei Tage durch und sieht dann, da ist ja, oh, so eine Oase, grün, schön, er riecht schon die Feuchtigkeit dort, geht rein, ein Lokal drinnen, fein gekleidet, sitzen die Damen und Herren, es wird fein gespeist, fein getrunken, er geht, schaut in der Türsteher an, sagt er, was braucht er, sagt der Türsteher, leider ohne Krawatte geht gut. Ja. Sehr schön, Seidel. Nicht ordinär. Ja. Schade. Trotzdem lustig. Grün. Komm, die Punkte. Aber ja, dreimal grün, 6 Punkte. Dankeschön. Sehr lieb. Lydia, 6 Promille oder 3 Deutschland? Ich nehme den 5 Punkte. Ah, 5 Promille, Entschuldigung. Ja, 5, wollte ich noch korrigieren. Jetzt wird auch schon alt, gell? Nein, ich bräuchte schon eine Brille, aber... Schaut wieder Strache. Na bitte. Nicht ich gerne einen neuen Kollegen. Ein Betrunkener lehnt völlig zerstört an der Kirchenmauer und sorgt dorthin. Also uriniert für unsere Deutschen. Er harnt dorthin. Sehr schön. So. Also er harnt dorthin und steht so da und wankt. Und kommt eine alte Frau vorbei, sieht das und sagt, na, das ist aber ein starkes Stück, sagt der Mann. Na und? Zu Leng sagen's nix. Ich weiß nicht, ob man da nicht, ob ich da jetzt drüber gehen sollte. Ich weiß nicht. Ja, kannst du ja. Aber ich habe keinen Promillewitz. Ach Gott. Das ist, glaube ich, dein Penis neid auf mich. Ja, genau, einfach so. Hat es euch gefallen? Ach ja. Ja, ich konnte... Rot geben, ne? Ich gebe Rot, so ich hab mir da nicht gefallen. Zweimal Rot. Jetzt ist fast wurscht, was der Olli macht. Weißt, ich hätte nicht gedacht, dass ich in eine Situation komme, wo mir am Tisch der Deutsche sympathisch ist. Ja, leider nein. 5 Punkte gehen verloren für die Lydia. Na, wir müssen ein bisschen zeigen, dass wir härter werden. Ja, ist mal wichtig. Oliver, bitte. Zählt das schon als Deutschlandwitz jetzt wenigstens? Ich kann so schwer Deutschland. Ich muss jetzt dann. Wir können alle schwer Deutschlandwitz erzählen. Das ist richtig. Ich muss dann einfach. Ich switch dann einfach um und dann ist es wie ein Deutschlandwitz. Ein Deutscher ist in Amerika im Urlaub und ist am Empire State Building in einer Bar und kommt dann einer auf ihn zu und sagt: ah, weißt du, was super ist hier? Wenn du hier vorne runterspringst, ne, dann kannst du runterspringen. Und am 10. Stock, da kommt so ein Luftzug, der sprüht dich, führt dich wieder rein und dann kommst du hier wupp wieder oben an und es passiert nichts. Deutsche sagt, das ist die größte Scheiße, die ich hier gehört habe. Und auch der Barkeeper sagt, also so einen Scheiß kannst du wirklich nicht hier erzählen. Doch, ist genau so. Der Deutsche sagt, okay, probiere ich aus. Geht hin, stellt sich hin ans Fenster, Empire State Building, springt runter, zack. 10. Stock, kein Luftstoß, kommt unten auf, ist tot. Sagt der Barkeeper, ich muss ja das sagen, echt, ist eine ganz fiese Nummer, die dir abziehst, Superman. Ja, er kann's! Er kann's! Grün! An dieser Stelle grün für Oliver! 3 Punkte, einen!
Ein sehr schöner Deutschlandwitz. Bernd, du spielst in der Busch, ja, sehr verspätet, aber doch. Sehr schön. Wir kommen zur Zusammenfassung der ersten Runde. Oh, ja. Harry mit 0 Punkten, das war auch noch nie. Oliver mit 3 Punkten, dann komme ich mit 6 Punkten, Lydia mit 7 Punkten, das war auch noch nie.